Das ist, würde für mich auch, ist für mich so ein Punkt, unnötig in die Länge ziehen. Also da würden 50 würden auch reichen. Besser? Ja, wobei du kriegst sie zusammen. Weißt du, wenn sie wenigstens in Brand geraten würde, das Scheißviech, weißt du? Macht's aber auch nicht. Okay, mein Lieber. Was machen wir jetzt noch zum Final? Hast du noch was Bestimmtes? Also ich repariere jetzt meine Rüstung mal eben. Das ist eine gute Idee, ja. Einen Hammer muss ich reparieren. Uiuiuiui. So. Ich glaube, den. Oh, eieieiei. Alles gut. Falscher Knopf. Er wirft er einfach. Ist auch wahnsinnig, ne? Ja, mal, wenn man falsch Knopf drückt, wa? Boah, ist das unsortiert hier, ne? Also die Ausrüstungskiste, die ist eine Katastrophe. Da hast du recht. Also das ist bei Hempels unter dem Sofa sortierter. Ja. Das stimmt. Weißt du, was ich mir mal langsam bauen könnte? Einen vernünftigen Hammer und du könntest dir eine vernünftige Axt bauen, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was das kostet, also was man dafür machen muss. Aber an sich spricht da ja erstmal nichts gegen. Hier, Hammer, Bärenleder und Nee, Baumwanzenbrocken. Ich weiß nicht, ob die Hammer brauchst du ja Baumwanzenbrocken. nicht mehr. Ich habe nur geguckt, was das kostet, was das ist. Wir brauchen vielleicht noch die Ach so, schwarze ich. Ameisenschaufel. Ich glaube, die Ja, ist dafür auch brauchen wir mal wichtig, einen ne? Diebel. Die sind aber auf der ganz anderen Seite. Da sind wir eigentlich noch gar nicht für. Was meinst du, soll ich mir auch eine Armbrust bauen oder den Insektenboden? Den Boden vor allem. Insektenboden. Ja. Mach den. Den Das weiß ich nicht. Insektenhoden. Das musst du für dich selber entscheiden, womit du arbeiten möchtest. Der Bogen ist schneller. Also ich greife gerade nach T, nicht wundern, ist schneller, aber dafür macht er weniger Schaden, glaube ich. Das war Ja, so. der macht weniger Schaden, ja. Also ich Ja, finde die macht Armbrust weniger super, weil Schaden. der trifft. Also, ne? Aber Schießt ja auch geradeaus, die Armbrust, also richtig geradeaus, nicht so wie der Bogen in so einem Bogen. also du triffst schon relativ gut, ja. Also da, wo der Punkt ist, da triffst du in der Regel auch. Brauchen wir die Krähenfedern sonst für irgendwas Besonderes? Außer für Federpfeile vielleicht. Kannst ein Dach daraus machen, aber eigentlich nicht. Okay. Also du kannst ihn natürlich verwenden, das ist nicht das Problem. Verwende ruhig. Und ich kann die Krähenarmbrust auch mit der auch normale Pfeile schießen, ne? Ja, du kannst ganz normale Pfeile damit schießen. Dann komm her. Federpfeile sind halt stärker. Ne? Ja, okay. Püriergerät brauchen wir erstmal nicht. Einfaches Bett ist natürlich schön, wenn wir dann hier hinterher, ne? Die Scharfschützenmütze, aber ich ziehe mich so ungern rum, weißt du? Ja, verstehe ich. Ist halt immer, man muss dran denken, ne? Das führt Ja, dazu, dass du es Mutationen dann vergisst. tauschen und all sowas, das ist, weiß ich auch nicht. Also. So. Ja, sieht alles ganz gut aus. Einzige, die Ja, finde ich Fackel auch. ist fast fertig. Aber. Ameisenkeule vielleicht noch reparieren. Ja, ein Ameisenmandibel ist natürlich ein Quarzit. Wir brauchen echt mal wieder Quarzit, glaube ich. Ja, können wir ja fürs nächste Mal direkt auf Bio ganz weit oben setzen. Ja, Das machen. schreibst du dir wieder auf, ne? Ja, kann ich machen. Natürlich kann, weiß gar nicht, Das ob ich Schlimme während des ist nämlich, Spielens das auch wenn machen er kann. irgendwas aufschreibt, er sagt mir dann natürlich nicht, dass ne, Nö. wir das auch aufgeschrieben haben oder so. Quarzit Amen. Dementsprechend kann er das natürlich aufschreiben, mit wird ja nichts passieren, wissen wir ja. Ameisenrüstung. Weißt du, was mir noch So. fehlt? Was denn? Es gibt noch eine Geduld. Deckenleuchte. Ja, Achso, das auch, eine aber. Deckenleuchte. Ja, also da brauchen wir, zumindest in der zweiten Etage, brauchen wir eine Decke dann für die Deckenleuchte. Aber an sich, guck dir das an. Du siehst ja die Wandbeleuchtung. Also die macht genau auf dem Feld, wo sie ist, Licht. Ne? Und da ansonsten nichts. Also eigentlich müsste dieser ganze Raum hier ja leuchten wie sonst was. Willst du sie eben bauen? Wen? Die drei leuchten hier noch. Also, hätte ich jetzt nicht gemacht, aber können wir gerne. Saft, Drei Baumann. Saft, 9 trockene und 6 Sprössling brauchst du. Okay. Sprösslinge sind eh mehr als genug da. Getrocknete Grasbrocken haben wir auch ordentlich viel Nur so und zwei, Saft. drei, ne? Sind ja da. Stopp. Ab. Licht an.
und skalieren. Ich mache die so bei 50%, weil dann sieht's natürlicher aus. Ansonsten ist es ein bisschen überlichtet. Ups. Mach doch mal fertig und nicht so ein Krach hier. Ich will mich ein bisschen entspannen. Entspannen gibt's ja nicht. Ach, ups. Was machst du denn da hinten? Na, ich kümmere mich hier. Dass das ah, jetzt sehe ich doch nichts. Jetzt ist hier so hell. Ist und bleibt. So. Ups. Kannst du dich nicht mal hinsetzen? Ich finde das immer so witzig, wenn der nämlich seine Maske aus hat. Ne? Ich trage ja meine Rüstung nicht. Und dann guckt der immer so komisch. Jetzt guckt er zu dir rüber. Was machst du denn da gerade, Ups? Mag mich auch. Ich leg mich auch hin. Ich entspanne gerade. Ach so. Ja, schön, wie die Schuhe auf dem Sitz haben, weißt du? Krass. Ja gut, dann haben wir heute, was haben wir denn heute gemacht? Wir haben heute getaucht. Wir haben heute einen Burgle-Chip gefunden, ne? Also eigentlich haben wir, ich weiß nicht, was jetzt noch erkunde die Tiefe bedeutet, da oben bei den Aufgaben. Also für mich war das doch, oder kommt dann noch viel mehr mit Tiefe erkunden? Ja, wenn wir das Labor machen, dann finden wir noch ein bisschen was. Okay. Da kommt noch ein bisschen was. Deswegen hatte ich ja gehofft, dass wir noch den Burgle-Chip Teichlabor kriegen, aber er macht ja lieber Vogelblattplateau oder töte Glühwürmchen, so eine Scheiße, weißt du? Mhm. Weil dann hätten wir den Unterwasserpart, ich sag mal, so weit abgeschlossen. Auf der anderen Seite gibt es noch Höhlen, die man erkunden kann. Da sind, glaube ich, auch sogar noch Milchmolare drin. Wir können jetzt einmal beim Burgle unten in das Loch tauchen, da müssten wir auch noch an einem Milchmolar vorbeikommen. Also da können wir noch ein bisschen was machen. Okay, das ist cool. Ja, dann kommen wir im Teich wieder raus. Ne? Allerdings müssen wir uns mal überlegen, gibt es eventuell eine bessere Waffe gegen diese blöden Spinnen? Weil die sind echt nervig. Die tun uns noch weh. Das ist nicht so gut. Ja, ansonsten haben wir Aufgaben erledigt. Wir haben wieder genug Bombardierbrocken. Das ist für die Axt zum Beispiel ganz wichtig. Du hast dir die neue Axt gemacht? Nö, die habe ich jetzt noch nicht gemacht. Okay, dann schreib du dir das mal fürs nächste Mal auf, weil ich erinnere mich da wahrscheinlich nicht dran, dass du die noch brauchst. Ja, im schlimmsten Fall habe ich sie nicht und dann müssen wir die. Musst du mir was kloppen mit der Axt. Dann hau ich dir Wand mit der Axt runter. Kein Thema. Dafür ist sie ja da. Gut, genau. Dann hoffen wir inständig, dass euch dieses Let's Play mal wieder gefallen hat. Wünschen euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Grounded oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays auf unseren Kanälen. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Einen schönen guten Abend hier in Grounded auf dem Channel von FatLP, der hier neben mir liegt. Hallöchen. Hi. Bist du auch gerade in den Night Mode gewechselt? Zumindest stand das unten links bei mir. Ja, das macht er ja immer automatisch um 20 Uhr. Haben wir 20 Uhr? Nee, wir haben 3.04 Uhr. Ja. Ist auch Zeit, um mal schlafen zu gehen. Warum sind wir eigentlich noch wach? Ups. Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Komm, wir gehen ins Bett. Ganz schnell, weil ich habe auch gehört, dass du Hunger und Durst hast. Ne? Oh ja, ich bin so gut wie tot. Und so sollte man am besten immer ins Bett gehen. Schön hungrig, schön durstig. Und um 11 Uhr aufstehen, so richtige Studentenkinder sind wir, weißt du? Mhm. Ganz genau. Und dann das Erste, was du machst, runtersprinten und alles trinken und essen, was du findest. Ja, also das war wirklich sehr knapp. Jetzt ehrlich? Ja. Hör mir auf, du. Mach keinen Unsinn. Wenn ich hier wegsterben. Nee, so schnell stirbt sich's nicht. Aber wir könnten mal wieder das Essen auffüllen, finde ich. Mhm. Viel ist das echt nicht mehr. Ja, gedörrtes Fleisch isst ja nicht gerne, ne? Ich habe sowohl als auch gegessen, aber das gedörrte Fleisch bringt nicht so viel wie gekochtes Fleisch. Mhm. Deswegen ist aber trotzdem, lass uns ruhig was Dörrendes hinbauen. Ich bin wieder fit. Ja, ich auch. Sollen wir als Erstes mal eben kurz ein bisschen Essen machen, bevor wir uns den wichtigen Dingen des Lebens... Ja, kümmer du dich doch mal um Essen. Okay, du kümmerst dich um eine Spinne, ich riech das doch. Und du bleibst weg. Ja, ich gehe überhaupt nicht dahin, wo du bist. Ich gehe jetzt da zu den Höhlenspinnen unter dem Baum, da gehe ich jetzt hin. Ja, geh in den Baum, kuschel mit denen, die greife ich ja nicht an. Bin ja nicht bescheuert. Achso, schade, ich dachte, da gehst du gerade hin. Ja, ich gehe dran vorbei, aber ich gehe nicht hin. Weil ich guck mal, ob die eine da ist. Aber du kannst ja gerne mal reingehen, da ist übrigens ein Milchmolar drin, ne? Die eine oder keine, für keine andere Spinne ging ich lieber in den Bau. Also geht das Lied überhaupt nicht, aber ist ja egal. Was? Wo bist du gedanklich? Boah, hör mal, das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Du hättest mir auch mal sagen können, dass die Armbrust einfach sofort schießt und man gar nicht dieses Anvisieren hat. Ja. Die ballert ja sofort.
Ja, ja, die ist gespannt. Dafür hast du das Spannen ist länger, weißt du? Jetzt weiß ich nicht, wo das Ding hingerannt ist. Ich meine, ich weiß ja auch nicht... Das ist eine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Du? Kann das sein, dass die Spinne Urlaub hat? Unmöglich, ja, mein Lieber. Die ist nicht da. Was ist das für ein Bratzenviech? Scheiße. Oh, da unten ist sie. Hallo. Du kleine, doofe Spinne. Dir schieße ich auf den Arsch, weil du einfach scheiße bin und ich dich nicht mehr mag. Das ist heute eine musikalische Serie, Sendung. Klatsch! Bitte. Ich bin so froh, dass ich eine Spinne hasse. Dass ich eine Spinne hasse. Oh. Wohin entwickelt sich das hier gerade? Eurovision Song Contest. Ich kann das nicht aussprechen, weißt du? Manchmal habe ich Schwierigkeiten. Dabei habe ich immer das Gefühl, dass ich eigentlich eine ganz gute Sprache habe, weißt du? So auch. Also wenn ich jetzt nicht gerade den Fick... Stimme. Findest du? Also ich habe heute nochmal wieder was geschnitten, jetzt dreht sie völlig durch. Und ich denke mir immer so, du hörst dich ja schon an wie so ein halber Eunuch. Also ich, nicht du. Nö, finde ich nicht. Und was mir übrigens aufgefallen ist, wir haben ja vorhin über Grundaggression, jetzt ist er weg, gesprochen, ja. Dass ich manchmal und zunehmend öfters meine Zähne zusammenbeiße. Das hast du mir, glaube ich, sogar schon mal vor 2 Wochen erzählt. Ja, ja, ich erinnere mich daran. Hast du denn jetzt final eine Lösung oder eine Idee, woher, wieso, weshalb, warum? Diese Grundaggression kommt. Ja. Heißt es ja? Du, ich habe hier gerade Doppelspinnenkampf. Ich bin gerade vielleicht ein bisschen, weißt du, ein bisschen. Ungesprächig. Ganz ja, anders du. Also wirklich anders als so. Ich sehe dich. Ist echt mich? Ich sehe deinen Gorilla da hinten, ja. 200 Zentimeter weit weg, aber jetzt bleib mal locker. Ja, was sind 200 Zentimeter? Hm? Ausreichend. Ausreichender Abstand. Ich bin diese Rüsselkäfer nicht. Die ganz kleinen Wanzen oder was? Nee, ich weiß nicht. Läuse, die Grünen sind Läuse. Okay, die Läuse, die finde ich gerade gar nicht. Ich finde gerade nur. Ja, Läuse. Es gibt. Keine, also, du findest die Läuse nicht, aber die Läuse. Was denn jetzt? Aber nein, die Rüsselkäfer nicht. Du musst mir auch zuhören. Ja, die Rüsselkäfer, die suche ich. Die so einfach sind. Die sind so zutraulich, denken, oh, das ist mein Freund. Und dann knallst du den so in den Kopf. Richtig. Und sie haben so einen schönen Rüssel, weißt du? So, wo ist denn jetzt die Wolfsspinne hingegangen? Wo ist denn das dusselige Viech? Macht die jetzt nochmal eine Ehrenrunde hier um den Baum, oder was? Wie kann man denn so faul sein zu sterben? Ehrlich, ich hasse Spinnen. Die sind so doof, weißt du? Eigentlich ja klug, aber... Ach, scheiße. Kannst ja sehen, wie man will. Drecksviecher. Also, willst du den nur mal ein bisschen auf den Poppes hauen, weißt du? Schön mit dem Pfeil da rein in das Spinne. Die auch mal sofort töten muss, ne? Die Arme. Na, ich will ja halt nur diese Giftresistenz haben. Um mehr geht's mir ja gar nicht. Die hätte ich auch gerne. Ja, ich weiß. Deswegen mache ich das ja hier. Jetzt liegen hier die Pfeile. Ich habe aber Angst, hier runter zu gehen, weil du weißt, in dem Moment sprintet sie auf dich zu. Aber ich sehe sie nirgendwo. Ja, klar. So wird's auch sein, mein Lieber. Au, jetzt habe ich den Fuß gestoßen. Ups. Nee, nicht. Ups. Nicht Ups. Fuß. Ob ich die verschreckt habe? Das ist unmöglich, klar. Dabei war die, glaube ich, schon fast halb runter. Also würde mich jemand mit einer Armbrust jagen, wäre ich vielleicht auch etwas verschreckt. Ach, warum? Weiß ich auch nicht. Irgendwie gibt mir ein schlechtes Gefühl, wenn einer mit einer Armbrust hinter mir herrennt. Muss es nicht. Kann ich auch nicht so genau beschreiben, wieso. Ach, du bist nichts Gutes gewöhnt. Armbrust, ja, okay, gut, ja. Weißt du, in Armbrust ist immerhin der Begriff Brust. Da hast du wahre Worte gesagt. Ne, denk mal drüber nach, was das bedeuten könnte. Der flitzt hier schon wieder weg, jetzt kletter doch mal irgendwo hoch. Ich hätte übrigens auch noch 2 Wehwiel. Nasenkäfer sind das, ne? Ah, das weißt du natürlich.
Nee, wusste ich nicht. Also wusste ich wirklich nicht, aber ich habe jetzt 4 rohe Läusefleisch gesammelt. Sehr gut. Sollte dann erstmal reichen. Töte Glühwürmchen, Börgel und Nebel. Was haben wir eigentlich heute? Haben wir eigentlich irgendeinen Plan für heute? Weil mein Plan ist ja schon wieder voll in die Hose gegangen. Nö, also ich habe jetzt keinen Plan, aber wir können gerne alles machen. Ich bin für alles offen. Ich bin für alles offen. Wenn man eine Pflanzenfaser auffängt, was ist spannend da? Eine trockene Pflanzenfaser, also völlig unsinnig, das zu machen. Ja, genau. Das ist ja der totale Unsinn. Ich habe nur gesehen, dass es funktioniert. Und ja. Dann weiß ich ja jetzt, dass es total unsinnig ist. So, ich bin wieder zu Hause. So. Tja, wir könnten ein Glühwürmchen jagen heute Nacht. Ja, wir können Glühwürmchen aufjagen. Das ist eine schöne Idee. Die gefällt mir. Ja, hast du eine gute Armbrust? Also eine gute Armbrust? Ja, ich habe plus 2 Armbrust, habe ich. Sonst kann man auch vorher einmal Quarzit eben. Ja, dann mach eine Quarzitrunde. Komm. Okay. Also, ich mache eine Quarzitrunde. Habe ich richtig verstanden, ne? Ja, ich kann ja unterstützen kommen. Ja, du musst nicht. Och, ich helfe dir gerne. Kannst auch wie so ein Scheißfreund mich im Stich lassen. Ja, geht gut, auch. Dann mache ich das. Wenn das eine Option ist, dann also, nehme ich die. Auf jeden Fall. Wenn ich so ein richtiger Drecksack sein darf. Dann hast du was auf den Grill gelegt? Ja, okay. Dann hänge ich die 3 Vivils mal ans Eck. Ich habe kein Fleisch mehr. Ja, nee, ich habe die 3, ich hänge die einfach mal dahin. Häng hin, mach hin. Möchtest du Ameisenhöhle oder Börgel? Na, Börgel ist näher, ne? Ich finde es auch immer gut, Fragen zu stellen und dann selber eine Antwort darauf zu geben und damit die Entscheidung zu treffen. Ja, das liegt daran, weißt du, mein Umfeld, ne, wo du ja zugehörst, ihr seid einfach zu langsam in der Entscheidung. Ihr müsst die Antworten geben, bevor ich die Frage stelle, weißt du, das ist in Ordnung. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, weil du sagst, weil es so viele Single-Let's Plays sind und man da ja in der Regel keine Antwort kriegt. Ist übrigens auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Anzahl der Single-Let's Plays massiv gestiegen ist. Mhm. Wo bist du denn? Ich bin gerade auf dem Weg zu Börgel. Dann treffen wir uns bei Börgel. Ah, da schläft gerade eine Spinne in der Höhle. Was? Was? Also nicht in der Börgelhöhle, sondern unter dem Baum. Sehe ich eine Ach so, ja, die greife ich aber nicht an, weil die kommt da rausgeschossen und beißt mich, weißt du? Hast du denn jetzt in deiner Zeit geschafft, eine Wolfsspinne zu töten? Nee. Weil sie ist weggerannt und auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, die ist despawned. Die hat sich eingegraben. Nee, bestimmt, weil ich 200 Zentimeter weg war, ist sie weggerannt. Ja, das ist immer das Gleiche, weißt du? Ich habe gesagt, bleib stehen und du, nö, weißt du? Hast du eine Fackel? Sehr minimal, ja. Brauchst du denn eine? Weiß ich noch nicht, ob wir eine brauchen. Also ich fand es da unten jetzt nicht so hell, aber gut. Ja. Du kannst ja, wenn du möchtest... Oder auch nicht. Aber du kannst ja die Dinger werden ja... Oh, Kieselbeißer. Gute Richtig. Idee. Das könnte ich eigentlich mal eben equippen. Den Kieselbeißer. Genau. Ich auch. Status. Wie viel habe ich denn? 4 von 4. Was nehmen wir denn raus? Coupe de Gras bleibt drin, ne? Arm Eisen kann raus. Und was ist das hier? Das ist Speerwerfer. Das ist Grashacke Peter Kieselbeißer. So. Du willst mir jetzt sagen, dass du hier kein Licht brauchst? Also ich erkenne so gut wie nichts. Hast du die Gamma-Werte wieder nicht angepasst? Es ist ein mieser Trick, weil dadurch wird es nebeliger, aber du siehst auch mehr. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier tolles Bild habe, ne? Das nicht. Es ist schon ziemlich dunkel. Aber ich kann so einen Stein, so eine Steinstruktur noch erkennen. Ich sehe ja auch die Dinger, die leuchten ja, ne? Hier die, weißt du? So. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich war reingerannt. Nö, ist ja in Ordnung. Wenn du nichts siehst, sollte man das tun. Also mit nichts sehen meine ich wirklich nichts sehen. Auf welche Stufe hast du die Gamma-Werte? Oh, das weiß ich nicht. Müsste ich in den Optionen mal eben gucken. Wo ist denn das? Anzeige? Gamma ist 50% bei mir. Okay, ich habe jetzt 86 und dann. Nee, dann siehst du nichts mehr. Dann siehst du auch nichts mehr, weil dann ist nur noch Nebel. Ja, dann ist es wirklich Nebel. 50% hast du gesagt, ne? 50%. Also es ist nicht, dass du jetzt ein Mörderbild hast, ne? Also das ist nicht mit Realität zu vergleichen.
Hier müssten eigentlich drei Stück sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel hast du da hinten gehackt? Da ist noch ein. Ich sehe auch einfach nichts. Also selbst so, ich würde niemals sagen, dass ich jetzt was sehe. Nicht? Aber du siehst mich, oder? Ja, also ich sehe Umrisse von dir. Ja, ich bin schwarz, aber du siehst den Hammer, den ich in der Hand habe, oder?